schönen guten Morgen vom Foggensee. Ja, das war richtig erholsam, eine schöne Nacht gehabt. Aber wie ihr seht, es ist jetzt noch bedeckt. Es hat in der Nacht auch immer wieder geregnet. Eigentlich sollte heute Morgen die Sonne scheinen, aber naja, wie man sieht, alles bedeckt. Aber es war warm, 15 Grad sind das jetzt. Es hat gut gepasst mit meinem Hüttenschlafsack, das war genau richtig. Es war echt nicht zu warm oder zu kalt. Top. Und ja, auch wenn das grau ist, es wird trotzdem ein schöner Tag. Es wird bestimmt mal hier die Sonne rauskommen. Vielleicht ist es auch ganz gut, dann brennt sie noch nicht heute Morgen. Aber nachher, ja, heute soll es auch noch nicht ganz so heiß werden. Was habe ich heute vor? Ja, wie weit es geht, keine Ahnung. Jetzt geht es erstmal wieder entlang des Foggensees bis nach Füssen. Ja, da sind ja die Schlösser auch noch in der Ferne zu sehen. Die Märchenschlösser, Neuschwanstein und Hohenschwanstein oder wie heißt das andere noch. Und dann geht es weiter, Hopfensee vorbei, immer so weiter. Fronten, Tannheimer Tal, Gründensee, Nesselwangen und so weiter. Dann kommt man schon langsam in Richtung Sonthofen, Fischen im Stadt. Aber ob ich da ganz hinkomme, denn heute geht es auch über 1000 Meter, 1100 und ein paar zerquetschte, ist glaube ich sogar der höchste Punkt heute, den man auf der Route erreichen kann. Also es ist wieder eine schwierige Angelegenheit. Gestern war es ja relativ einfach noch mit 700 oder 800 Höhenmeter. Das ging also noch, aber jetzt kommen die Schwierigkeiten. Boah, ich habe hier schon gefrühstückt. Ach, hier werde ich bestimmt noch mal was frühstücken. Und ja, schöne Bilder, trotz des Grauen im Moment, wird es trotzdem geben. Ja, also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Hier hat man noch jetzt einen herrlichen Ausblick aufs Märchenschloss Neuschwanstein. Leider etwas grau da oben, aber kann ich ja nicht ändern. Das Wetter muss man nehmen, wie es kommt. Es war eigentlich Sonne vorhergesagt, aber ach, da hinten, glaube ich, scheint sie. Da bin ich aber nicht. Ich bin hier, aber ich bin ich natürlich nicht zum ersten Mal hier. Hier war ich auch schon mal mit dem Rad. Schon ein paar Jährchen her. Da war es aber noch richtig voll, das war mal im Sommerurlaub, da ist hier die Hölle los. Jetzt ist hier noch so richtig schön ruhig. Vielleicht ist ja dies Jahr auch noch eigentlich die letzte Chance wahrscheinlich, um da mal hinzukommen, ohne die riesen Massen von Touristen. Ja, aber herrlich ist trotzdem auch, wenn die so grau ist hier. Aber naja, es geht weiter Richtung Füssen. Das waren es jetzt noch 5 Kilometer noch, dann bin ich auch schon da. Aber echt herrlich. Toll hier. Wie man sieht, bin ich jetzt im Zentrum vom Füssen. Aber ich habe auch noch ein paar Schlenker machen müssen, denn ich habe mir schon wieder einen Schnelltest abgeholt. Ich hoffe, ein negatives Ergebnis.
Und ja, noch ein bisschen Brötchen oder Semmel, wie es hier heißt, eingekauft. Für gleich nochmal ein schönes Frühstück. Und wie man sieht, die Sonne, sie kommt, ja, endlich. Ja, richtig schön. Jetzt kann es weitergehen. Ich freue mich schon auf die nächsten Kilometer. Kann ja nur toll werden. Ja, und zum Campingplatz noch, der hat 18 Euro gekostet. War es auch wert. Es ist nicht der größte gewesen natürlich, aber durch dieses neue Waschhaus und die Lage natürlich richtig toll. Naja, jetzt geht's weiter. Ja, nächste Station wird der Hopfensee sein. Klasse hier am Hopfensee und natürlich auch sehr klasse, um jetzt zu frühstücken. Ich habe alles dabei, Marmelade, Honig, Nougat-Creme und schöne Brötchen und was zu trinken. Herz, was will man mehr? Oh, erstmal eine schöne Pause mit diesem Panorama. Ein herrliches Frühstück, das ich jetzt auch brauche. Jetzt geht's richtig hoch und runter. Aber was für eine Kulisse hier. Man kann echt nur filmen. Ja, mache ich nicht, aber wow, es ist echt herrlich. Da oben, da unten ist der Ort Eisenberg. Hey, Ruhe! Und da oben ist die Burgruine Eisenberg. Und da oben ist sogar noch Schnee auf dem Gipfel. Und da hinten ist noch eine Burg oder irgendwas. Man sieht hier so viel. Ja, richtig toll. Oh. Was soll ich sagen? Einfach nur Wahnsinn. Hilfe, ja, das war heftig, aber diese Aussicht belohnt immer wieder. Naja, Fronten ruft, das müsste da hinten sein. Boah. Aber ich muss sagen, die Beine machen mit.
wieder oben und wieder nicht geschoben. Oh, geil. Weiter geht's. So, ich bin in Fronten, eigentlich fährt man ein bisschen draußen rum, außen rum. Man denkt, in Fronten ist man gleich, aber dann macht er noch eine riesen Schleife über die Berge. Und jetzt hinten rum bin ich jetzt hier in Fronten, noch nicht mal durchs Zentrum. Ich stehe jetzt hier am Mühlenmuseum. Ja, hier sieht man noch ein paar alte Dinge. So, und jetzt geht es hoch nach Österreich, nach Brehen. 13 Kilometer lang. Oh, das ist ein harter Berg. Nur der höchste Punkt, aber ich kenne das da oben, es ist richtig schön da. Naja, auf geht's. So, da geht es jetzt rein. Kommt wie gerufen. Die Sonne brennt jetzt langsam. Es geht bergauf. Ich bin nur am Schwitzen. Ein kaltes Getränk ist richtig, aber ja, einen Radler wollte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt eine Cola genommen. Aber richtig gut. Also wenn es bergab gehen würde, würde ich jetzt einen Radler nehmen. Aber ach, das wird bestimmt gut tun. Aber hier könnte man auch gut essen. Aber wie gesagt, essen jetzt, wenn man hoch soll, wäre schlecht. Ich weiß nicht, ich habe grau erst 2 Kilometer abgeknabbert vom Berg. Noch nicht so viel und noch nicht so viele Höhenmeter, aber das werde ich erstmal trinken. Da ist die österreichische Grenze. Tirol ist erreicht. Aber bis jetzt war es noch relativ harmlos. Geht zwar gut hoch, aber langsam. Ich weiß, am Ende kommt noch mal eine kräftige Steigung. Aber wow, ich bin in Österreich. Aber da fahre ich ja nur durch. Irgendwann bei Jungholz komme ich ja wieder nach Deutschland rein.
Boah, ich bin oben 1140 Meter hoch. Ich weiß gar nicht, ob es hier einen Namen hat. Bei Gren ist das hier. Da hinten muss ich rein Richtung Tannheim. Da oben liegt noch richtig viel Schnee. Boah, aber richtig toll, dass wir es geschafft zu haben. Und richtig schöne Brise. Ich bin hier mittendrin in Österreich jetzt. Oh, Tirol. Wunderbar. Oh, jetzt mal eine kühle Abfahrt jetzt. Richtung Tannheim. Tannheim ist erreicht. Ja, hier habe ich gute Erinnerungen dran. Hier habe ich schon zwei Urlaube verbracht. Einmal im Sommer, einmal Winter. Echt herrlich hier. Ein Traum. Ja, es wird auch Zeit, bald zwei, eine Pause zu machen. Aber ich bin echt am Spekulieren. Da oben gibt es so einen schönen See. 3-4 Kilometer weg. 100 Höhenmeter. Ah, Leute, da jetzt was essen. Eine gute Pause machen, ich glaube, das ist drin. Ich mache das einfach. Mal sehen, ob ich es schaffe. Also auf geht's zum Vilsalpsee. Ich glaube, hier fahren nicht viele mit Gepäck hoch, aber dieses Plätzchen, das kenne ich zu Genüge. Sommer wie Winter ist mit 1,5 Meter Schnee, minus 23 Grad. Boah. Grandios. Ja, Erinnerungen kommen hoch, das ist schon lange her, viel zu lange. Es lohnt sich jetzt hier eine Pause zu machen. Essen und genießen. Ich bin froh, diesen Abstecher machen zu können. Gut, dass ich gestern so weit gefahren bin. Klasse. Unglaublich. Wahnsinn. Ja, ein sehr malerischer Ort, den ich immer wieder gern besuche. Man weiß ja nie, ob es das letzte Mal ist, dass man hier ist, aber ich hoffe mal nicht. Irgendwann komme ich bestimmt nochmal wieder. Es klappt bestimmt irgendwann nochmal, weil das ist einfach nur grandios. Muss dann ja auch nicht immer mit Rad sein. Hier kann man nämlich auch sehr gut wandern. Ja, okay, jetzt muss es weitergehen. Ja, wieder nach Richtung Deutschland. Ja, aber es dauert noch ein paar Kilometer. Ein bisschen habe ich hier noch in Österreich. Thank you.
sprachlos. Einfach sprachlos. Ja, es geht jetzt weiter Richtung Jungholz. Oh, ein richtig toller Weg, aber hier haben gerade mal so ein paar Schilder gefehlt. Aber echt grandios. Kommt man noch glatt an einer Alp vorbei. Die Sorgalp. Da gibt es Getränke. Ja, im Moment brauche ich das irgendwie nicht. Kleinigkeit gibt es da auch zu essen, aber mir noch zu warm, noch zu früh. Ich habe ja gerade am Filzabsee vor einer Stunde gegessen. Aber das ist echt eine Radautobahn. Hier ist richtig was los, ist aber auch super, super, super schön. Ich warte noch auf die 18%, die auf dem Schild waren. Zwar ging schon hoch, aber ob das jetzt 18 waren, glaube ich nicht. Naja, weiter nach Wehrtach jetzt. Hier auch so ein bisschen immer an der Grenze zu Österreich, zu der Enklave Jungholz von Österreich, die in Österreich liegt. Das ist hier vorne, ist irgendwo die Grenze immer. Aber jetzt geht es da weiter. Immer noch so ein Alpenweg entlang, Vorstraße, oh, fast Mountainbike-Strecke. Wehrtach habe ich erreicht, beziehungsweise bin schon durchgefahren, bin ein bisschen so nochmal in die City sozusagen gefahren, aber viel zu sehen gab es da nicht. Zu essen gab es da auch nichts Größeres. Jetzt zu Lamsa kriege ich doch Hunger, vielleicht hätte ich da oben bei der Alp doch was essen sollen. Aber da gab es ja wieder nur Kleinigkeiten. Naja, wie man es macht, ist es verkehrt. Ja, aber was ich weiß, ist, dass ich eine Übernachtungsmöglichkeit jetzt habe. Ich habe wohl angerufen, ob da ein Platz für mich ist. Da ist ein Platz für mich. Ich freue mich, es wird wieder ein Zelt. Übernachtung, das Platz werden. War richtig toll. Aber man sieht, die hohen Berge sind verschwunden. Aber da oben, das müsste der Gründen sein, der den Namen auf des Sees ergibt. Aber naja, ich werde jetzt erstmal noch ein kleines Stück weiterfahren. 16:30 ist es eigentlich erst, aber man kann den Tag ja auch langsam ausklingen lassen. Hier scheint auch was frei zu sein, aber hier ist das noch nicht.
Biergartenzeit. Ich würde sagen, das kam zum passenden Zeitpunkt. Oh, jetzt bin ich auch gesättigt. 1 Liter Radler Inside, Alter, boah. Entschuldigung. Aber das hat jetzt richtig gut. So, und jetzt Endspurt, Nesselwangen, und dann bin ich auch bald da. So, ich bin auf einen Campingplatz angekommen, der Wirtacher Hof in Haslach. Oh, spartanisch, aber kein Vergleich zum anderen. Ist nicht mehr so ganz so neu, wo ich hier sitze. Ja, ich konnte es mir aussuchen, ich hätte auch noch ein bisschen weitergehen können. Ja, hier bei den Grünabfällen und so ist natürlich nicht so toll, aber ja, das konnte ich mir hier noch aussuchen. Ich hätte noch weiter durchgehen können, aber muss nicht sein. Dafür habe ich jetzt dann schnell zu den Duschen und zum Wasser und Toilette, alles ziemlich schnell. Ja, was langt er hier? Ich will ja bloß in der Nacht bleiben, also nichts Schlimmes. Boah, für mich langt das. Große Ansprüche habe ich nicht. Hauptsache eine Dusche, eine Toilette. Aber wichtigste ist echt die Dusche wieder. Jetzt ist auch richtig strahlend blau, wie einige auch sagen, blitzeblau. So soll es jetzt auch erstmal bleiben. Hoffe ich, haben die gestern ja auch gesagt, schon als morgens war es aber nicht. Ja, aber naja, ich werde erstmal Feld aufbauen. Vielleicht gehe ich nochmal am See, den habe ich noch gar nicht so richtig gesehen. Ja, dann melde ich mich nochmal. Ich werde erstmal wieder Zelt aufbauen und Co. Okay. Richtig fertig bin ich eigentlich nicht. Mehr wieder die Sonne zum Schluss. Die Beine sind immer noch top. Hätte auch noch weiterfahren können. Aber jetzt kommen ja auf den nächsten Kilometer doch wieder viel hoch und runter. Bis Sonthofen, das wollte ich mir jetzt nicht heute nicht noch antun. Und dann wäre es ja auch spät geworden. Sonthofen wäre ich wahrscheinlich erst noch in 2 Stunden angekommen. Na, das habe ich mir für morgen aufgehoben. Naja, jetzt erstmal zelten und dann sehen wir weiter. Gegessen habe ich ja schon. Da bin ich ja glatt noch mal runter zum Gründensee gefahren. Ich wollte ihn auch mal sehen. Klasse Aussicht. Das ist der Gründen, der Berg. Und nicht den einen, den ich mal gezeigt habe. Da ist zwar auch ein Turm drauf, ist aber der verkehrte. Das ist er. Und hier richtig toll. Und da haben auch welche gute Laune. Die singen mit. Echt krass. Oh, die Sonne brennt. Das ist 19 Uhr gleich. Leute, so herrlich hier am See. Boah, aber genau wie der Tag heute. Unglaublich. 92 plus jetzt diesen Weg auch noch Höhenmeter 900 oder sowas waren das.
locker. Richtig toll. Toller Tag, tolle Aussichten. Mal wieder in Tannheim gewesen zu sein. Hopfensee, das Frühstück. Oh, alles wieder sehr, 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 sehr toll. Unglaublich, unfassbar. Wahnsinnig toll. Dass ich jetzt hier sitzen kann, ist wieder so toll. Jo, was man jetzt noch gelernt hat, der Grüttensee. Ja, ist ja ein Stausee, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ich werde die Wehrtach gestaut. Und schon entsteht hier ein schöner See. Ja, es gibt ja auch einen Radweg rundherum. Zwei Campingplätze. Einen bin ich ja jetzt, der andere ist noch weiter da vorne um die Ecke. Ein paar Badestellen. Echt toll. Ja, ich würde sagen, würdiges Ende für heute. Richtig krass. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ich bin wirklich nicht kaputt. Es waren heute mehr Höhenmeter wie gestern, ein paar Kilometer weniger. Aber was morgen kommt, Richtung Sonthofen, da geht es jetzt einmal wieder da oben über den Berg hoch und runter. Und na, erstmal wird es morgen früh wieder anstrengend, denn nach Sonthofen fischen wir zurück nach Immstadt. Und dann geht es so, Lindenberg, 100 Kilometer wäre so sein Ziel, da gibt es wieder einen Campingplatz. Wird aber krass morgen. Morgen ist wahrscheinlich komplett Sonne, wenn es diesmal stimmt. Heute Morgen muss man echt sagen, man muss ja fast froh sein, dass die Sonne nicht da war. Boah, man ist es noch nicht gewohnt. 2,5 Wochen oder so, da war es noch so kalt. Und jetzt schwitzt man hier. Heute war es noch angenehm, 21, 22 Grad. Ja, aber die Sonne steht da mit am höchsten. Sonnenwende ist ja bald. Dadurch brennt sie ganz schön. Ja, und die nächsten Tage soll es ordentlich heiß werden. Immer wärmer, immer wärmer. Boah, trinken, trinken, trinken. Heute habe ich auch wieder ohne Ende getrunken. 1 Liter Radler Intus war überhaupt kein Problem. Ich werde hier auch noch mal ein bisschen sitzen und was trinken. Boah, aber Wasser ist jetzt ein bisschen das dringendste Mineralien, um das alles wieder reinzuholen. Also es war richtig toll, war anstrengend. Die richtig steilen Berge hatte ich nicht. Hoch nach Tannheim, vom Fronten aus, das ging total. War nicht der steilste Berg, wo immer 18% war, das war vielleicht ein ganz kleines Stück. Die Gegenrichtung hat es viel schlimmer mit den 20%, die ich runter hatte, hatten die ja dann hoch. Also ich würde sagen, hier war die Gegenrichtung schlechter dran. Aber das gleicht sich ja meistens wieder aus, wahrscheinlich morgen schon. Ja, aber das werde ich morgen sehen. Ich werde bestimmt wieder gut schlafen. Boah, und der Campingplatz da, ja, nicht der modernste, es sieht auch mehr aus nach Dauercampern, aber ein paar Zelte, da kamen jetzt noch welche, da wollten auch noch ein Zelt aufbauen, ja, die, also nehmen sie noch ein paar auf, aber modernste nicht, aber egal, Hauptsache Schlafplatz und eine Dusche, das ist ganz wichtig irgendwie gerade, wenn das so warm ist. Ja, ich hoffe, es hat dann heute gefallen, morgen geht's weiter, nochmal richtig rein in die Alpen, tolle Panoramen. Ja, und ich hoffe, ihr seid dabei. Also danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin. Ja, und hier heißt es ja dann Servus. Tschüss, bis morgen.